Eingebettet zwischen der Küste der Normandie und dem englischen Festland liegen 5 bewohnte Inseln, die gemeinsam als die Kanalinseln bekannt sind. Diese Inseln namens Jersey, Guernsey, Sark, Herm und Alderney sind in einem Sonderstatus direkt als Kronbesitz der britischen Krone unterstellt. Bei vielen Urlaubsuchenden gelten die Inseln aufgrund der unberührten Natur, der Gastfreundschaft und der Kulinarik als Geheimtipp. Auch Bewegungsfreudige finden wegen des vorherrschenden milden Klimas ganzjährig eine Vielfalt an Aktivitäten. Wir haben ein sehr, sehr mildes Klima. Insofern haben wir auch Pflanzen, die das ganze Jahr über blühen. Also man kann eigentlich das ganze Jahr über Blumen und Blüten und Wildblumen und in aller Art eigentlich genießen. Man kann mit dem Rucksack kommen, man kann viel spazieren gehen. Es ist jetzt 60 Kilometer, da kann man einmal um die Insel rumgehen. Für junge Leute und für ältere Leute sind eben diese Spazierwege unendlich schön. Oder man kann Fahrrad fahren, also man kann eigentlich sehr, sehr viel machen. Dann haben wir hier sehr, sehr viele Gärten, die man sich ansehen kann. Es gibt sehr, sehr viele Privatgärten, die Privatleute öffnen, die man besuchen kann. Neben den Naturschönheiten können die Inseln auf eine reichhaltige Geschichte zurückblicken, die vielerorts sichtbar und an manchem Ort direkt erlebbar ist. So zum Beispiel auf dem über 800 Jahre alten Mondogay Castle, einer zu seiner Zeit wichtigen strategischen Befestigungsanlage, die über die Jahrhunderte als schwer einnehmbar galt. In den Anfängen wurde Mondogay Castle auf einem Gebiet erbaut, das damals Gorik hieß. Die Burg war sehr leicht zu verteidigen, da sie rundherum vom Meer umgeben ist und deshalb schwer angreifbar war. Als ich 2005 das Castle Life-Projekt gründete und mit einer französischen Firma 12 Tonnen an Equipment hierher brachte, haben wir die Burg wieder zum Leben erweckt. Wenn ich die Leute frage, was sie in einer Burg sehen möchten, so ist das das Alltagsleben, nicht so sehr die Könige und Königinnen, sondern das, was so alltäglich vor sich ging. Wir gehen hier zurück zu unseren historischen Wurzeln, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Die Menschen möchten mehr erfahren über Bögen, Münzen, Waffen, Verpflegung und mittelalterliche Spiele. John Bonner, einer von Englands besten Schwertkämpfern und Bogenschützen, der mein Lehrer war, hat einmal gesagt, wenn wir unsere Geschichte nicht an unsere Kinder weitergeben, geht sie verloren. Und wenn wir nicht aus unserer Geschichte lernen, werden wir immer wieder dieselben Fehler machen. Spürbar ist die Geschichte der Inseln auch im Selbstverständnis der Einheimischen sowie in der lokalen Küche. Um ehrlich zu sein, man fühlt sich britisch, aber da ist dieses kontinentale Gefühl auf den Kanalinseln, wo die Namen noch in einem Jersey oder Guernsey französisch sind. Und natürlich haben die Franzosen vor vielen Jahrhunderten die Kanalinseln besetzt gehabt und so gibt es immer noch einen starken französischen Einfluss. Vor vielen Jahren war die Küche französisch, aber die Küche hat sich in den letzten 20 Jahren oft gewandelt. Ich glaube, wir haben jetzt eine Position und ein Niveau erreicht, bei der wir eine moderne britische Küche haben, mit klassischen Soßen, aber sehr schön präsentiert. Ich denke, wir haben ein Level erreicht, bei dem hoffentlich alle glücklich sind. Neben der Wichtigkeit der Kanalinseln als Finanzplatz ist der Tourismus der zweitwichtigste Wirtschaftssektor, der sich im Wandel zeigt. Der europäische Markt ist der Wachstumsmarkt für uns. Der britische Markt ist konstant und nachhaltig, aber der Markt, auf dem wir wachsen wollen, ist Europa. Deutschland, Österreich und die Schweiz, auf diese Gebiete zielen die Kanalinseln ab. Und man sieht diesen Einfluss überall. Bei vielen Führungen wird bereits Deutsch gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung haben wir in unserem Hotel deutsch sprechendes Personal für den Rezeptionsbereich eingestellt. Ich denke, die Insel passt sehr gut für den europäischen Markt, da es eine wunderschöne Insel ist. Sie hat viele Gesichter an der Küste. Für etwas so Kleines hat sie alles, was man will. Von Klippen, über Strände zu beeindruckenden Szenarien. Der Sonnenuntergang gestern Abend war fantastisch. Ein weiterer wirtschaftlicher Sektor der Inseln, auf den die Bewohner viel Wert legen, ist die Produktion und Vermarktung der lokalen Produkte. Die Jersey-Kartoffel gilt beispielsweise weltweit als Delikatesse, ist markenrechtlich geschützt und auf den Tellern vieler Spitzenrestaurants anzutreffen.
Ebenfalls zu Ruhm gelangt ist das Jersey bzw. Guernsey Rind, das strengsten Zuchtkriterien unterliegt und zu dessen Ehren sogar eine Skulptur erbaut wurde. An den Küsten der Inseln werden qualitativ hochwertige Austern gezüchtet, die ebenfalls auf dem internationalen Markt zum Verkauf angeboten werden. Durch den hohen Tidenhub besteht die Möglichkeit, die Austernbänke im Rahmen einer geführten Wattwanderung zu besichtigen. Nebenbei kann man die vielseitige Flora und Fauna des Wattes entdecken. Im Anschluss an die Wanderung bietet sich eine Verköstigung der Austern in den lokalen Restaurants an. Ich sage immer, es ist für die Leute, die das Gefühl haben, sie kennen schon alles in Europa. Und für Leute, die ein bisschen Spezielles suchen. Auch ein bisschen kleinere, ein persönlichere, weil die meisten Hotels sind persönlich geführte Hotels, von den Besitzern geführte Hotels, die mit viel Liebe hinter ihrem Produkt stehen. Dasselbe zählt aber auch für die üblichen Produkte und Leistungen, die man auf den Inseln findet. Also der Charakter von diesen Inseln oder auch von den Leuten würde ich so beschreiben, sie haben das Beste von beiden Kulturen aus sich herausgenommen. Sie haben die britische Tradition übernommen. Auf der anderen Seite ein Essen von Frankreich. Die Leute sind sehr aufgeschlossen, sehr gastfreundlich und das ist etwas, was der Schweizer Gast sehr schätzt.